Hi, willkommen zu meinem neuen Video. Ich nehme diese Aufnahme jetzt zum fünften Mal auf, weil sie nicht funktioniert hat. Aber das ist ja auch egal. Jedenfalls, heute geht es darum, ich möchte einen Ford GT tunen. Also ich habe einen Ford GT hochgetunt mit speziellen Tuning-Einstellungen. Ich möchte euch das gerne präsentieren. Also ich möchte euch die Tuning-Einstellungen zeigen und so. Und der Wagen, der hat früher, hat ja 370 geleistet, jetzt halt leistet der 430. Das ist eine Ecke mehr, das sind 100 km/h, glaube ich. Ich bin zu voll zum Nachdenken gerade, ja, 100 km/h ungefähr. Ist ja egal. Jedenfalls heute mal mit Mikrofon, sonst habe ich immer irgendwelche technischen Probleme gehabt. Sonst ist mir die Aufnahme abgeschmiert, sonst was. Die nächsten Aufnahmen werden besser, ich werde noch weiterhin irgendwelche Tunings herausfinden. Na gut. Jedenfalls, ich zeige euch erstmal, was Geile ist mit dem Tuning, was ich habe. Könnt ihr natürlich erstmal Freunde beeindrucken, was Driften angeht, wenn ihr erstmal einen richtig geilen, schnellen Drift drehen möchtet. Hier. Bin noch nicht eingedreht. Haltet noch kurz. Also ihr seht schon, das ist schon eine Ecke. Schon schnell. Schnell dreht sich kein Auto. Haben die dumme KI? Naja, egal. Jetzt gehe ich dann gleich mal auf den Flugplatz. Also jetzt gehe ich mal auf den Flugplatz und werde mal schauen, ob ich hier die Höchstgeschwindigkeit rausholen kann. Ich glaube aber eher nicht, weil ich das Gefühl habe, weil die Bahn ist zu kurz. Ich werde keine Höchstgeschwindigkeiten rausholen können. Ich werde es danach noch einmal auf der Autobahn versuchen, weil die Bahn, der Flugplatz ist relativ kurz. Auf der Autobahn ist auch nicht relativ viel Platz, wegen dem ganzen Verkehr. Aber ich werde euch die Tuning-Einstellungen sagen und ich werde euch sagen, wie ihr das machen könnt. Bei manchen wird die Einstellung gesperrt sein, bei manchen nicht. Egal. Jedenfalls, ich zeige euch das dann gleich mal. Ich werde mal kurz leise sein und dann genießt mal das Gameplay. Ich sage dann später noch etwas dazu. Ihr seht, die Höchstgeschwindigkeit kann ich leider nicht aus dem Fahrzeug herausholen. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Das ist ein relativ gutes Headset, ein gutes Mikro. Wenn irgendwelche Mängel sind, sonst was, schreibt das mal in die Kommentare. Ja, ich hole jetzt mal etwas mehr Schwung, dass ich vielleicht so 100 km/h mehr drauf kriege. Vielleicht schaffe ich es auf der Bahn sogar auf die 400. Ich glaube eher nicht, weil, wie gesagt, die Bahn ist relativ kurz. Die ganze, ja. Was ich empfehlen kann, ihr müsst in manuell fahren, wenn ihr dieses Fahrzeug getunt habt. Wenn ihr kein manuell habt, könnt ihr keine maximale Geschwindigkeit raus. Und wie ihr seht, schalte ich immer ab 9000 Umdrehungen die Sekunde. Ja, oder Minute, was weiß ich, wie das heißt. Hört mich an. Jedenfalls, dann könnt ihr die maximale Geschwindigkeit, die maximale Power aus eurem Fahrzeug raus, oder Motor, was weiß ich. Jedenfalls, ja, jetzt gehen wir mal zur Autobahn, da habe ich mich wieder verfahren, das war ja wieder klar. Fahren wir mal zur Autobahn hinüber, dann, ja, war gleich noch da, ja, schön da, gleich da. So, nun sind wir an der Autobahn. Können wir versuchen, mal ein bisschen rauszubeschleunigen. Das Problem an der Sache wird nur sein, dass der Verkehr uns auf die Nerven geht. Wie man hier in dem Video gut erkennen kann. Ich werde jetzt noch bis zum Ende der Autobahn fahren. Aber dann werde ich auch umdrehen und auf dem Eimer versuchen. Weil die Autobahn ist relativ kurz. Da hinten endet die nämlich auch schon wieder. Dann werde ich jetzt mal die Richtung wechseln. Also wie gesagt, ich fahre hauptsächlich Handschaltung. Ihr könnt die Gänge besser einschätzen, sonst was. Wer auf PC spielt, ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht, wenn ihr mit dem Controller spielt. Mit B schaltet ihr hoch, mit X schaltet ihr runter. Relativ einfach. Ich spiele ohne Kupplung, weil ich mit Kupplung keine Ahnung habe. Das juckt mich auch nicht. Naja, ist ja egal. Jedenfalls, wie ihr seht, naja,
Der Verkehr spielt wieder eine große Rolle. Was am besten ist, wenn ihr das längste Rennen im Spiel fahrt, fahrt ihr sehr lang auch auf einer Autobahn, fahrt auch viel geradeaus. Da könnt ihr die Höchstgeschwindigkeit easy rausholen. Da fahrt ihr quasi dauerhaft 400. Ist dann quasi auf einer Geraden, ist dann Normalgeschwindigkeit 400. Auf so einer Straße wie jetzt, hier so straight on auf so einer Straße, wenn kein Verkehr da ist, kannst du gut richtig durchbeschleunigen. Ansonsten ist dann halt wieder was anderes. Also, jetzt werde ich euch erstmal die Einstellungen zeigen. Hier, Reifendruck, also Reifen und dann Reifendruck. Ist das Reifendruck? Ja, Reifendruck. Am besten, also, ich werde euch mal was sagen, ich werde hier, wenn es zu schnell ist, wenn ich das zu schnell durchscrolle, pausiert bitte das Video und schaut es euch in Ruhe an. Wie ich sagte, da links steht der Höchstgeschwindigkeit 432 km/h, also ist nicht schlecht, und davor ist es 370 km/h gefahren, also man kann nicht meckern nach dem Tuning, also das Tuning, was ich euch jetzt zeigen kann. Normalerweise, ihr kauft die Karre und aufgebotzt ohne die Tuning-Einstellung, ganz wichtig. Tuning-Einstellungen, die ich euch zeigen werde, die ich jetzt bei Tuning selber eingestellt habe, die machen das Auto von 370 km/h auf 430. Das ist ein enormer Unterschied. So, nun sind wir bei Upgrades. Ihr ist ganz wichtig, und ich habe mich vertippt, nicht da drauf gehen. Zuerst geht ihr auf hier Zahnrad, und dann geht ihr auf Allrad einbauen. Also ist klar, es zieht Energie, es zieht Geschwindigkeit, aber das werdet ihr später rausholen können alles wieder. So, nun, sobald ihr das reingebaut habt, könnt ihr alles maxen. Ihr könnt einen neuen Motor reinbauen, ihr könnt einen neuen Turbo reinbauen, alles voll. Aber bitte, bitte macht keine Performance rein. Sobald ihr eure Performance verbessert habt, macht ihr euer Auto kaputt damit. Weil das Auto, das steht vielleicht grün, macht es besser, aber ich würde es nicht machen, weil es die Geschwindigkeit trotzdem runterpusht. Also, es ist eine scheiß Idee. Lasst es so, wie es ist, es sieht schön aus, könnt die Farbe wechseln, packt ein paar Aufkleber drauf, Design, sonst was. Auch wenn es so besser aussieht, lasst es. Macht einfach Max, 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 und ihr kriegt ein richtig geiles Auto. So, nur zu den Tuning-Einstellungen, die ich jetzt, die das Auto so schnell machen. Denkt man sich erstmal, ja, okay, das ist ja unmöglich, dass man das Auto so schnell machen kann, aber ist nicht unmöglich. Es gibt geile Einstellungen, fertig. So, nun sind wir bei Reifendruck, das haben wir schon fertig. Jetzt sind wir bei Achsenübersetzung. Normalerweise wäre das ja wie vorhin, wenn der kein Allrad drin gehabt wäre, wäre das gesperrt gewesen. Jetzt nicht, es ist frei. Wie ich gesagt habe, wenn das zu schnell ist, pausiert das Video und macht es, hier. Wie heißt es? Macht es nach. Also gebt die Zahlen ein bei eurem Auto, sonst was. Ja. Dann schaut mal das Gameplay weiter, vielleicht, ja. Ich werde dann am Ende noch einmal zeigen, falls für Anfänger und sowas, die jetzt zum Beispiel gerade nicht lange das Spiel haben, sich ein Auto gekauft haben, zum Beispiel diese Karre jetzt, und nicht wissen genau, wie man jetzt Handschaltung und sowas einstellt. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Ich werde gleich noch einmal in die Einstellungen gehen und euch das präsentieren. Na ja, gut. Also. Ich muss jetzt mal selbst wieder ein bisschen gucken. Wo waren das jetzt genau? Ah, genau. Du musst hier rausgehen. So, nun sind wir draußen. Jetzt kann ich auf Einstellungen gehen. Dort Schwierigkeitsgrad. Und dort ganz so, ja, das vierte von unten steht Handschaltung, manuell und Handschaltung plus Kupplung. Ich empfehle Handschaltung. Na gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer ExitTV.